Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Das Reiter und wir sind in Folge 313 von Simotrans. Ja, hier steht es auf der grünen Wiese, unser Kohlekraftwerk. Und da müssen wir schauen, Stadtwerke steht da oben drauf, okay. Da müssen wir schauen, dass wir hier Kohle hinbekommen. Wir sind hier in einer Ecke, wo hier eine Schnellbahntrasse lang geht, die wir nicht benutzen wollen. Vielleicht da den LKW-Anschluss anbringen. Wäre eine Möglichkeit, Alternativen. Ja, wir müssen einen Hafen haben, wo die Kohle angeliefert wird vielleicht, ne? Das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Oder wir machen das doch mit dem Zug. Aber wo soll das herkommen? Das ist die Frage. Da müssten wir mal gerade reinschauen. Ja, es sind alle Kohlekraftwerke, die es gibt, oder Kohlebergwerke, die es gibt, sind hier irgendwo unterwegs. Und dieses hier sieht so aus, als ob das auch neu ist. Ja, das ist auch neu. Gut, das bedeutet, das ist ja angeschlossen. Das ist auch angeschlossen. Das ist automatisch angeschlossen, weil es sich daneben gebaut hat. Und das ist angeschlossen. Das heißt, das erste müssen wir auch noch erschließen, damit die Kohle dann darüber kommt. Ja, und das sieht so aus, als ob wir die hierhin transportieren und dann mit dem Zug dahin transportieren. Und hier vielleicht dann doch die Linie irgendwie verlängern nach da mit der Bahn, weil ich glaube, das macht nur Sinn, oder? Oder man liefert es hier hin. Die Züge sind hier mit angeschlossen. Okay, da müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Aber das Ganze machen wir noch im Intro. Bis gleich. So, dann sind wir jetzt hier. Wenn wir jetzt hier etwas anschließen wollen, dann könnten wir zum Beispiel hier unten runter her. Geht das? Will ich jetzt mal gerade testen. Wir machen mal die 160er Gleise da drunter her. Und das geht. Das bedeutet, die Kohlelinie wird hier den Weg finden. Und hier ist diese Straße sowieso so komisch gebaut. Dann würde ich die da abreißen und einfach darüber ziehen. Machen wir einfach hier hoch, genau. Dann hier lang. Dann muss da allerdings dieses Stück Straße abgerissen werden. Und dann geht die Reise da lang, ne? Sehr schön. So, dann haben wir das angebunden. Wir müssen allerdings hier noch so machen. Und dann müssen wir überlegen, dass wir diesen ganzen Spaß noch elektrifizieren. Und ich glaube, wir machen das mal hier so runter. Weil das war unten, ne, oder? Ja, sieht so aus. Ja. Und dann bauen wir hier ein Tunnelportal. Dann passt's. Und der Zug kommt hier raus und schließt sich hier an. Und machen wir hier keine Ahnung wie lang. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ah, ist reichlich. Hätten wir nicht so lang machen müssen, aber ist jetzt so. Passt. Bleibt so. Okay, da haben wir jetzt 15, wir sind da komplett durch, sind da angeschlossen. Wir haben keine Elektrifizierung hier. Jetzt müssen wir nur hier hinten gucken, der Bahnsteig wird zu kurz sein, oder? Ja. Und das ist auch so, dass hier definitiv ein Gleis mehr hin muss. 1, 2, 3, 4, 5... 8, 9, 10, 11. Da müssen wir noch eine Landbewegung machen. 12, 13, 14, 15. Das passt dann. Und dann kommt er dahin. 8, 9, 10.
15 passt. So, dann haben wir da 15. Da hinten haben wir auch 15. Jetzt brauchen wir hier noch die Spur für den LKW. Wo ist das? Okay, das war hier unten. Da ist es. Okay. Das bedeutet, dass wir hier Fahrzeuge hinbringen. LKWs. Machen wir so, ne? Dann so. So ein paar Haltebuchten. Passt. Wenn nötig, dann bauen wir hier weiter, ne? Und da können wir noch eine Bushaltestelle hinsetzen, wenn es sein muss. So, das haben wir. Jetzt bedeutet das, dass wir Fahrzeuge brauchen. Die sind oben in Floto zu holen. Wo ist das Depot? Da. LKW. Stopp, da war schon die Kohle. Da ist er. Da haben wir so einen Kipper und hier haben wir auch so einen Kipper. Das bedeutet, er kommt da mit dem dran. Den geben wir einen Fahrplan. Das wird eine neue Linie. Okay, wir müssen, glaube ich, erst Wegpunkte setzen. Ja, jetzt geht's. Okay, hier irgendwo ist es. Da. Da. Nach, jo, da. Und zwar hier 100%. Und das ist eine neue Linie. Und die Linie heißt LKW Kohle. Okay, da haben wir schon einen Tippfehler. Lauter. Gut, Enter und passt, ist angekommen und dann machen wir da 5 Stück von. Okay, die 5 sollten jetzt unterwegs sein zu diesem Dingens, sag schon, Kohlebergwerk. Wir machen hier allerdings gerade noch ein Schild hin, damit die auch hier schön... Ich glaube, ich mache es besser hier hin, weil dann weiß ich, wie es funktioniert, ne? Und das andere machen wir hier besser wieder weg. Gut, 2, 4, 5 Buchten passt also. Gut. Und dann brauchen wir jetzt hier noch einen Zug, der da lang fährt dann. Zug war, wo war das Depot für den Zug? War das auch hier oben? Nee. Nee, das habe ich hier nicht auf dem Schirm. Ah, das war hier unten, oder? Wo war denn hier das Zugdepot, bitteschön? War das auch ein Lauter? Das wäre doof, da war ich nämlich eben. Wahrscheinlich war das auch hier unten in Lauter. Da ist es. Lupe. Da rein, wir brauchen eine Lok. Und zwar eine ordentlich kräftige Lok, die viel Kohle transportieren kann. 2650. 2800. Dann ist das die. Waggons für Kohle. Suche ich gerade auch lieber hier raus. Nicht, dass es da was Neues gibt und ich habe es nicht mehr auf dem Schirm. Ne, der rote Wagen ist, glaube ich, immer noch der beste, ne? Der fährt auch tatsächlich 120. Der wird auch, aber der hat nicht so viel Last.
Aber jetzt müssen wir da die 15 rausholen. So, und dann Fahrplan bedeutet hier hinten 100% laden und die Reise geht dann nach da hinten. Super. Toll. Wo ist jetzt meine Linie? Wo ist die neue Linie? Ist die jetzt weg? Geht nur so dann, ne? Neue Linie, da ist er. Warte mal, das ist ja dann wahrscheinlich... Linie 150, war die das? Wahrscheinlich, aber Linie 150 hat noch keinen Fahrplan. 100% beladen. Wie kriege ich das da jetzt weg? So kann ich jetzt rüber. Ja, schön wäre es gewesen, wenn ich jetzt hier nicht mehr in dem Fenster bin, ey. So, jetzt geht's tatsächlich. Hier schon Schnee. Wo muss ich denn jetzt hin, damit ich... Sonderhausen, okay. Das heißt, ich muss hier höher. Hier muss irgendwo das ganze Werk sein. Da ist die Linie. Da muss er hin. So, 100% lauter Kindergarten, vollladen, da leerladen. Das ist eine neue Linie und die heißt dann vier Städte Kohle. Und das Ganze braucht vorne noch einen Güterzug. Und dann würde ich da mal Enter drücken. Das hat er auch so übernommen und der Zug kann starten. Wir gehen mal gerade zu diesem Zug hin, der jetzt hier rauskommt. Gut, und jetzt müssen wir noch gucken, wo die LKWs bleiben. Ah, die sind hier gerade unterwegs. Das ist wohl schon nicht der erste. Der holte 21 Tonnen Schüttgut schon ab. Okay, sieht gar nicht so schlecht aus, dass das Kohlekraftwerk seine erste Kohle bekommt. Allerdings für die anderen müssen wir dann gucken, wie wir das da hinkriegen. Ne? Das ist ja dann noch nicht so. Okay, der fährt durch den Zaun durch, ist aber schon geladen. Hat schon seine 21 Tonnen. Folgen wir dem mal. Fahren mal gerade ein bisschen schneller. Folgen dem nicht mehr. Wo ist der Zug? Steht der hier schon drin? Nö, der steht nicht drin. Wo fährt denn der jetzt lang? Okay, Fahrplan, Kindergarten. Und dreht er irgendwo da? Ah, er konnte drehen. Da kommt er wieder. Fährt zum Kindergarten und wird schon mal beladen. Aber warum ist er durchgefahren? 100% lauter Kindergarten. Der ist noch nicht 100% voll. Was ist da los? Okay, da habe ich den Fehler schon entdeckt. Da war beim Einstellen das wohl aus Versehen passiert, dass der eine Zeit da drin hatte von 512. So, jetzt sollte er warten, bis er voll ist. Sieht ganz gut aus, oder? So, er holt schon wieder Kohle. Stopp.
Ja, die fünf LKWs, die brauchen natürlich jetzt eine ganze Weile, ne, bis da was passiert, oder? Ja. Lass mal gerade gucken, wie lange braucht denn sowas? Vor allem interessant ist gleich zu sehen, wie viel Kohle ist eingeladen, wenn er wegfährt und wie voll wird er wieder, wenn er wiederkommt. Also der Kalibergwerkzug da unten, der fährt gerade wieder weg, das passt also. Die LKWs fahren mit der Kohle auf jeden Fall Gewinn ein, wie wir sehen. Aber fünf Stück sind schon ein bisschen knapp, oder? Wir müssen gleich mal gucken, wie das Kohlekraftwerk, ne, das verarbeitet. Ja, es dauert schon sehr lange, bis die voll sind. Kommt wieder eine Lieferung, aber der Zug ist sehr lang. Nee, 2125 Tonnen können hier angeliefert werden. Warten Salze, okay. Ich glaube, wir müssen mehr LKWs da draufsetzen, kann das sein? Dann lass mal kurz gucken, bis der voll ist. Neunhundert, 2000, 2100 und jetzt fährt er. So, jetzt geht hier die Kohle auf Halde sozusagen oder auf den Bahnsteig. Der fährt jetzt da unten raus. Jetzt lass den mal fahren. Maximal 120 km fährt er wohl auch. Gleise waren für 160 zugelassen, oder? Der liefert jetzt ab. Aber wir müssen gleich mal gucken, dass wir da nochmal hingehen und schauen, dass wir auch das Kraftwerk reinnehmen. Wie lange braucht das Kraftwerk, das aufzubrauchen, ist die Frage. Zweihundertdreiundzwanzig Tonnen auf dem Bahnsteig. Er fährt zurück und kommt jetzt hier beim Kindergarten an. Es liegt ein Viertel auf dem Bahnsteig sozusagen. Ja, das ist jetzt nicht so dolle, ne? Fünfhundertzwölf Tonnen, das ist ungefähr ein Viertel. So, das bedeutet, den wollen wir gerade nicht verfolgen. Wir müssten jetzt schauen, dass wir hier. Wo stecken die denn fest? Ah, okay, ich glaube, das ist aber jetzt halb so wild, dass die da feststecken, weil. Ah, doch, da. Da ist ein kleines Problem mit der Straße. Das reparieren wir mal schnell lieber. So. Kann ich natürlich jetzt nichts wegnehmen, weil die da stehen, ne? Müsste schauen, dass ich den hier hinten einen erwische, den Fahrplan schnell ändere und dann ganz schnell die Straße abreiße. Hat nicht geklappt. Ja.
auf ein neues. Nein, hat auch nicht geklappt. Vielleicht kriegen wir es so hin, dass wir hier, wenn es denn geht, ein Einbahnstraßenschild platzieren können. Das sieht gut aus. Das würde bedeuten, wenn ich den jetzt sage, fahr mal wieder zurück, dass der noch reinfährt, aber der nicht mehr. Ah, er hat es auch schon erkannt, dass er da nicht mehr rein darf. Und die fahren nämlich da weiter, wie wir gerade sehen. Und die wollen ja auf jeden Fall wahrscheinlich dahin und die nicht. Kann ich den noch auch gerade einmal umleiten? Dann rücken die doch alle ein auf hier, oder? Der kann mal gerade weg. Den machen wir auch zu. So, jetzt steht da noch ein LKW. Den hole ich gerade auch noch aus der Bucht raus. Dann wissen wir, dass es läuft, oder? Okay. Der belädt die 21 Tonnen, das läuft immer noch. Wie weit ist es mit dem Kohlekraftwerk? 1900. Der Kohlezug hat aber noch nicht die Hälfte. So, jetzt mal gerade schnell hier, damit wir das gar nicht erst wieder haben, dieses Problem, dass er meldet, dass die da nicht reinpassen. Da ist es. Ah, da kommt noch einer. Das bedeutet, hier muss nochmal irgendwo was hin. Dann kommt halt da noch einer hin. So, jetzt hat jeder seine alte Bucht und keiner meckert mehr, oder? Sieht doch erstmal gut aus. Die fahren tatsächlich, glaube ich, auch noch verschiedene Waren. Also es ist wichtig, dass die tatsächlich hier anders rauskommen. Ja, ich denke mal schon, ne? Obwohl jetzt. Ah, die blauen sind das da. Da wäre noch eine Haltebucht zu wenig, aber die blauen fahren, glaub, durch. Die warten nicht, bis sie voll sind. Er hat hier 794. Er hat 1918, das geht eigentlich alles noch. Ja, der fährt wieder weg. Die blauen fahren durch. Dann wird einer da stehen. Okay, dann sind wir da erstmal gut, denke ich. Jetzt müssen wir hier nur schauen. Ich denke mal, hier bringt das nichts. Da kannst du gleich hier ausbauen. Ein paar Haltebuchten mehr machen, hat keinen Sinn anders. Und nochmal 5 LKWs drauf, ne? War da oben. Der mit dem Fahrplan war LKW 4 Städte Kohle, oder? Ne, lauter Kohle. Kohle lauter, da ist er. Passt. Und die fahren auch. Gut. Haben wir verdoppelt. Okay, hier sieht so aus, als ob das klappen würde mit dem Kohle und der, aber das, ja, dann warten die Züge, dann werden nachher die LKWs halt, ne? Aber wir haben keine Angst, dass das nicht voll wird, sozusagen. Gut, okay, dann würde ich sagen, machen wir hier aber erst wieder einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, ciao!